Yo, 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 Leute, mein Name ist Gannikus und wir geben uns heute wieder den kräftigen Shit ordentlich eine Runde abgefuckt Sniper Elite 3 völlig ausrasten. Haben in dem letzten Video ordentlich aufgeräumt, ein bisschen ein paar Leute weggemöbelt, sind dann durch unsere eigene Granate gestorben und da wir keinen Speicherpunkt haben, die ganze Mission nochmal von vorne. So, wir sind wieder hier, Offizier haben wir umgebracht, Nachrichten erhalten, Problem. Da ist noch einer. Die Frage ist, was haben wir hier, einen Stein oder eine Granate? Ich glaube, das war die Granate. Probieren wir mal was. 617. Was war das? Ganz cool bleiben, Jungs. Ich habe die mal zu hoch angesetzt, die Scheiße. Was war das? Die Steine aus dem Nichts. Ich glaube, der Punkt muss rot werden auf seinem Kopf. Vorher kriegen wir ihn nicht. Ungefähr in dieser Schwarte bewegen wir uns. Hoffen wir mal, dass der junge Mann von seinem Turm abgerückt ist. Das sieht ganz gut aus. Ach, den haben wir gekillt, stimmt, da war was. Sorry, vergessen. Wir sind ja bis jetzt noch nicht entdeckt worden. Und ich denke, hier waren noch welche in den Ruinen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich bin da jetzt etwas schisserig, was das Ganze angeht. Wo könnte denn jemand, wenn ihr jetzt so ein Crowd wärt, ne, so ein kleiner italienischer oder deutscher Nazi, wo würdet ihr euch da verstecken? Naja, scheiß drauf. YOLO. Einfach rein in den Dreck. Erstmal unsere Wellrot nachladen, unseren alten Gefährten. Was? Fuck. Ich bin ein Busch. Du siehst mich nicht, du hörst mich nicht und du riechst mich nicht. Zack, bumm, weg mit dem Stein. Kennt das Gebiet. Dann kennt man das Gebiet, Jungs. Ich bin ein Busch und quasi unsichtbar. Was war das? Ich wüsste, wo der Bengel ist, ne? Da einer? Oh, fuck. Durchkämmt das Gebiet. Durchkämmt mal das Gebiet, mein Freund. Tot. Jetzt immer mal Steine zu werfen. Wenn hier jemand sagt, was war das, ist einer in der Nähe. Was haltet ihr von der Taktik? Ich finde die cool. Ach, den Grenadier Bruno haben wir vorhin auch schon über den Haufen geschossen. Wir waren aber noch mehrere Streifen unterwegs, falls ich mich nicht falsch entsinne. Ganz ruhig, Bro. Ruhig Blut und ruhig Lunge. Und der letzte Schuss sitzt genau da, wo er soll. Sagen wir, unsere Waffe, der gute Mann. Ich ziehe lieber um. Ja, ich glaube auch. Fuck.
kleine Bitch. Sein Kinn ist mit seinem hässlichen Gesicht verschmolzen. Hier müssen wir vorsichtig sein. Letztes Mal habe ich einen Lucky Shot gesetzt und den Typen voll ins Gesicht abgeknallt. Das passiert uns aber, glaube ich, nicht nochmal. Immer noch recht empfindlich, was uns angeht, und deswegen sollten wir lieber auf die defensive Taktik zurückgreifen. Welcher Standortwechselbalken? Ich habe keinen scheiß Standortwechselbalken. Zu viele Bewegungen, ey. Ganz im Ernst. Hier oben waren doch noch zwei. Oder bin ich jetzt ganz doof? Wir haben aber unendlich Steine, das finde ich schon mal sehr lässig. Können wir den snipen? Das können wir uns eigentlich nicht erlauben. Wir müssen den Sniper, glaube ich, von hinten erstmal erdolchen und dann den Rest langsam und leise ausschalten. Das Problem ist, wir haben halt keine schallgedämpfte Sniper, weil das wäre nochmal echt episch. Ich glaube, der will jetzt zu uns. Andere Richtung, Bro. Seht mal nach. Okay. Eine Falle würde mir bei einem Überraschungsangriff entspann dich, wir müssen erstmal Scharfschütze ausschalten. Das ist unser Nest. Noch irgendwas, Verbandskasten und kleiner, glaube ich. Wachsam bleiben. Durchkämmt das ganze Gebiet. Mal Lärm machen, ich brauche ein bisschen Unterstützung, was den Ton angeht. Weiter suchen. Oh fuck. Passt auf, wo ihr hintretet. Weiter suchen. Was war das? Meldung unnötig. Wer ist da? Lass den Quatsch! Buh! Ich lasse den Quatsch bestimmt nicht, mein Freund. Wir haben einen Eindringling! Danke für den kleinen Spaziergang, Bro. Den haben wir schon quasi ausgeräumt, den Typen. Also ich bin Fan von Steinen geworden, muss ich sagen. Ich hab das Gebiet.
Kerl, ey. Und zwar der letzte. Hatte ich doch den Riecher gehabt. So, jetzt mal das Ganze taktisch ein bisschen klüger angehen. Das mit den Landminen ist ja alles schön und gut. Theoretisch kann von rechts erstmal nichts großartig kommen. Deswegen legen wir eine hier hin. Und eine noch auf den Weg hinter uns. Dann können wir uns nämlich in unsere Ecke verkämpfen. Und lassen die kleinen Bengel da reinlaufen. Wichtig ist, dass ich mich daran erinnere, da keinen Scheiß baue. So, dann hier noch die Stielhandgranaten für den Fall der Fälle. Wird da nochmal gegen oder so, ey. Augenloch gepoolt. Ja, ich weiß, ich sitze im Scharfschützen, der ist geil, oder? Also der Schuss war ja wirklich ideal. Der erste. Ah, fuck. Warum ist das unlogischer Scheiß? Warum? Bengel. Batsch. Das war's mit dem Brustball. Nein. Alter, die Stelle geht gar nicht klar gerade. Diese Pisse immer für Kopfschüsse überleben. Der hat noch nicht mal einen Helm auf. Oh mein Gott. Was hat der denn da unten hängen, Alter? Warum wird das denn immer so ein Gottchen, ey? Das wollte ich ihm jetzt aber nicht kaputt schießen. Ich hab das Gefühl, wir kriegen gleich erheblichen Besuch. Ja, was ist das denn? Lol. Kennt das Gebiet. Bewegung. Nee, sehe ich nicht. Wird mir nämlich nicht angezeigt mit dem Wind. Runter. Er könnte ganz in der Nähe sein. Los, los, los. Ich bring dich um, du Schwein. Er kann nicht entkommen. Ich sehe mal da drüben nach. Oh, fuck. Alter. Ich glaube, einer ist über die Mine gelaufen, über die erste. Ich komme über die linke Flanke! Weiter! Bleib in Deckung! Vorrücken! Kurze Spurz! Was labert der? Ich bin scheiß! Runter! Er könnte ganz in der Nähe sein! Die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier weg? Ah ja, wissen wir gar nicht. Total, Alter. Das war so knapp. Bengel. Bewegung. Kurze Spurt. Thank you.
man auf jeden Fall nicht gehört. Aber sie hat ihm anscheinend nicht gut getan. Oh, ihm auch nicht. Man kann ihn noch nicht durchsuchen, so zerfleddert ist der arme junge Mann. Kleiner Flügelwechsel ist einmal angesagt. Und jetzt werden wir mal wieder zum Schatten. Weil ansonsten traue ich dem ganzen Spielchen hier nicht. Da vorne liegen noch irgendwelche blinkenden, interessanten Sachen. Alles, was blinkt, ist geil. Will ich haben. Info. Anwerbungskampagne. Ich bin froh, dass Fahlens Lakai andere Außenposten mit seiner Gegenwart beglückt. Wann immer ich ihn sehen muss, verlieren wir noch mehr Männer aufgrund sinnloser Befehle aus Berlin. Ach ja, Berlin also. Läuft bei dir. Klassisch, dass unsere deutschen Freunde, kommandiert vom Wüstenfuchsrommel, hier durch die Gegend eiern mit irgendwelchen Befehlen, die sie überhaupt nicht verstehen und die nur abfacken. Der Klassiker. Was haben wir denn hier? Ein Reichsempfänger. Klasse. Wenn hier nicht mal... Achso, da konnte man auch hoch, oder was? Ja, danke, dass mir... Danke, dass man das erfährt. Weil hier hätte ich auch in die Scheiße treten können. Fuck you doch. So. In der Hütte habe ich was blinken sehen. The Warlord? Warlord. Ist ja auch nichts drin, nix. Nee, nee. Dann schnell das hier aufnehmen und verpissen. So. Was ist das denn für ein miefender Haufen hier? Lass mich raten, da müssen wir später auch hin. Wenn der mal aufhört, Luft anzuhalten, was ist denn los mit dem? Wir müssen eins mit dem Sumpf werden. Ich probiere es lieber erst gar nicht ins Wasser zu gehen, weil manche Spiele stirbt man direkt, das lasse ich lieber. Weil ihr wisst, was ein Tod für mich bedeutet. Nee, das machen wir nicht. Das hier ist sympathisch. Gut, hier scheint es noch ruhig zu sein. Haben wir wohl bereinigt das Gebiet. Ohne Stimmen ist alles gut. So ein Scharfschütze in dem anderen Turm würde mir ein bisschen Sorgen machen. Nö, bis jetzt... Da komme ich nur in Bauchlage durch. Oh. Ah. Danke für den Tipp. Hätte ich nämlich wieder übersehen. Ich glaube, hier kommt man gar nicht zu einer schlechten Stellung. Wenn es mich nicht hier rumbacken würde. Können wir mal einen Stein vom Kopf werfen? Wir sind nicht allein. Bleib stehen.
Ich sollte die Leichen aus dem Weg schaffen. Was war da? Ich glaube, hier sieht man ihn nicht. Komm, gehen wir auf Nummer sicher und lassen Freddy eine Runde baden. Ah ja. Bitte nicht zu realistisch, ist da Wasser. Das ist das sogenannte Steinwasser, das ist in Afrika ganz weit verbreitet. Kann man liegen wie ein Brett. Was zum Teufel? Ich bin wohl etwas nervös heute. Sicher das Gebiet! Ich sollte die Leichen aus dem Weg schaffen. Wie soll ich die da bitte aus dem Weg schaffen? Nicht mehr viel los. Ich mal schneller mit dem Vieh laufen, ey. Der lässt sich Zeit, Alter. Der Junge hat ein Leben, ne? Unglaublich. Weiß mal Freddy Poppitsch deine Ecke. Neuer Helm, neues Glück. Wir könnten ja so tun, als wären wir nach. Achsenbericht. Achsenmächte, ne? Ihr wisst Bescheid. Italien, Japan, deutsche Lande. So war das. Farlins Anwesenheit. Die Anwesenheit General Farlins verunsichert mich. Ihn umgibt die Aura eines Mannes, der es gewohnt ist, seinen Willen durchzusetzen, koste es, was es wolle. Er würde ohne Zweifel sämtliche Hebel in Bewegung setzen. Aber was wird dann dem Rest von uns? Oh Gott, aber was wird dann dem Rest von uns? Muss man das verstehen? Finde ich nicht so gut übersetzt an dieser Stelle. Ansonsten Fan von dem Spiel, muss man immer wieder sagen. Auch wenn der Schwierigkeitsgrad echt für Masochisten ist, die nichts zu tun haben. So. Die Frage ist, wie viele werden jetzt suchen? Werfen wir mal in das Feuer, dann sehen wir sie. Was zum Teufel? Sollst dein Maul halten oder hinlaufen, du Affenkopf? Sorry, dass ich die letzte Folge übrigens so abrupt beenden musste, aber die Pflicht hat gerufen. Das kann ich nicht bringen. Denn der Luger. Hier ist jemand. Ja, Mr. Stein. Er muss ganz in der Nähe sein. Kleine Schlampe. Wäre fast knapp geworden wegen dir, mein Freund. Irgendwo noch so ein Kollege sitzen.
Ach Leute, ne, ich scheiß mich hier ein, ey. Oh Gott. Hallo? Da ist der Schweinehund! Hinterkopf. YOLO. Nur für den Tipp. Schläft hier noch einer? Abgefucktes Lagerfeuer. Wollen wir den anmachen? So, als Schüsse übertönen und so. Aus der Decke feuern. Oh Gott, wir könnten ihn so leicht kastrieren. Ach ja. Naja, ich denke, das ist dann alles Material für die nächste Folge. Ich habe auf jeden Fall Respekt vor dem Spiel, aber es macht auch einen Heidenspaß, muss ich sagen. Und ja, ich hoffe mal, wir bringen die ganze Story hier ein bisschen jetzt ins Laufen. Ich gebe mein Bestes, dass ich nicht verrecke, aber diese Mission ist echt länger als die letzte und wirklich richtig schwer. Von daher müssen wir uns wirklich anstrengen und ich hoffe, mich sieht keiner. Also ich gebe mir wirklich Mühe, authentisch durchs Gebüsch zu robben, wie ein echter Scharfschütze das nun mal macht. Und ich hoffe, ihr seht mich jetzt nicht als Camper oder irgend sowas an, aber so muss man das Spiel leider spielen. Ist halt kein Call of Duty, ne? Naja, nichtsdestotrotz hoffe ich, ihr hattet Spaß. Ihr konntet meine abgefuckte Stimme ein bisschen verkraften. Sie ist immer noch völlig verschnupft und es tut mir leid, wenn ihr mich manche Stellen nicht richtig verstanden habt. Aber ich hoffe, es ist okay und ja, dann bedanke ich mich fürs Zugucken und würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Bis dann, ciao!